Hallo und herzlich willkommen. Für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Mr. Venom 1974. Eigentlich, wie soll man sagen, Reviewer, Retro-Let's Player, was auch immer man will. Viele Leute haben gesagt, Alter, mach doch mal Minecraft. Und ich habe Wochen, Monate mich dagegen gewehrt. Natürlich hat man Minecraft auf der Platte. Wenn man irgendwas auf sich hält, hat man dieses Game natürlich auch. Aber genau das ist genau die Geschichte. Ist es wirklich ein Game? Ist es das wirklich das Game, das ihr sehen wollt? Und da habe ich eine Überraschung für euch. Ich habe jetzt einfach mal, damit ich euch jetzt nicht wochenlang zuquatschen werde, werde ich jetzt einfach mal was machen. Die Welt ist Water klein geschrieben, damit ihr jetzt auch mal ein bisschen was habt. Ich habe ganz kreativ, dies ist ein langweiliger Test. Ich mache das in Creative. Das hat den Grund, weil es einfach wirklich ein ganz blöder Test ist. So, ich starte jetzt mal die Welt. In der Zeit quatsche ich mal eben noch mal eine Minute. Was könnt ihr in diesem Video erwarten? In diesem Video werde ich einfach mal ein bisschen Sachen vorschlagen, die man so tun kann, die man machen kann. Ich sehe nicht im Augenblick, dass man unbedingt Minecraft als, ich sage mal wirklich, tägliche Serie oder so machen möchte. Ich möchte auch nicht, dass ihr 15 Folgen damit verbringt, zuzusehen, wie jemand Bäume fällt. Oder 15 Minuten. Ich mach das mal vor. Löcher gräbt. Ne, ihr merkt schon, enorm spannend. Da ist auch gleich die große Frage, weil im Hintergrund läuft ja hier kaum Musik. Ob ihr da irgendwie Musik haben möchtet, das wäre dann sicherlich das Gleiche, was ihr von Alestor LP kennt. Das wäre ungefähr... Wer hat mich da angezischt? Wer quatscht mich hier in meiner Moderation an? Ich mach dich glatt. Sag mal, ist hier mal gut? Ist das hier ein Zeichen von Rinderwahn? Ja. Dein Glück. Dein Glück. Möchtest du hier einen Aufstand machen? Hm? Du Fleisch auf vier Beinen? Hm? Dann landet man ganz schnell in der Fastfood-Kette. So. Ruhe. So, was ich erzählen wollte, geh mal aus dem Weg. Ach, du möchtest einen Aufstand machen? Ja, natürlich, ist klar. So. Na, nur Ente von nebenan. Guten Tag. Möchtest du nicht auch was sagen? Gut. Was ich auf jeden Fall nicht machen möchte, ich möchte auf jeden Fall nicht irgendeine tägliche Serie machen, wo wir, ich sag mal, in 35 Folgen irgendwelche Häuser bauen. Das ist, glaube ich, das seht ihr zu Genüge. Da guckt euch Gronkh an, da guckt euch wen auch immer an. Ich glaube, da kenne ich auch keinen Let's Player mehr, der das nicht irgendwie macht. Der Grund ist natürlich klar, das hat sich auch sicherlich bei den meisten Zuschauern umgesprochen, das ist der Punkt Monetarisierung. Klar, deswegen gibt es 500.000 Minecraft-Folgen. Sonst würde es die sicherlich nicht geben. So, was ich mir so überlegt habe, ist, dass wir entweder das Umfunktionieren zu irgendeiner interaktiven Talkshow, das heißt, sprich, ihr schlagt ein Thema vor, ich schlag ein Thema vor, dass ich dann einfach 20 Minuten quatsche und dabei zum Beispiel Tiere misshandle. Na, glaubst du, ich tue dir nichts? Na, guck mich mal genau an, du. Hä? Ich spiele viele Ego-Shooter. Ja, falsch gedacht. So. Dass wir das also zu irgendeiner Talkshow verkommen lassen, dass ihr vielleicht aber auch Sachen wollt, irgendwelche Bauten, irgendwelche anderen Sachen, die ihr sonst vielleicht bei anderen nicht seht. Das aber, wie schon gesagt, jetzt wirklich nur als kleines Sammelvideo. Da wäre ganz interessant, die Leute, die 500.000 Let's Player verfolgen, die wirklich seit 700 Jahren auf den Neta warten und so, die wären jetzt, glaube ich, gefragt, um mal zu sagen, was wollen sie haben. Was ich ganz interessant finde, was ich ganz lustig finde, es gibt ja eine Menge Texturpakete, es gibt eine Menge Seeds, die man einfach mal vorstellen kann. Also zum Beispiel der Seed, den habe ich jetzt extra gewählt, weil wir haben ja nun mal in Deutschland keinen Winter. In Österreich hingegen geht das ganze Land unter. Ja, ist jetzt mal gut hier. Ist mal gut hier. Ich weiß, viele Kühe machen Mühe, aber hier ist mal gut. So, ist still? Ist still? Oder muss der kleine Let's Player hier böse werden? Gut. So, man muss auch mal einfach mal Tieren zeigen, wo ihre Grenzen sind. Schweine! Gut, böse Menschen sagen, die gibt's genug in meiner Verwandtschaft, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, Spaß beiseite. Also zum Beispiel seht ihr hier, ob wir uns einfach mal wirklich virtuelle Landschaften angucken. Es gibt tolle Sachen, es gibt tolle Aufbauten. Natürlich auch ein Besuch auf euren Servern oder sowas ist sicherlich auch interessant. Da könnt ihr meinetwegen auch, nur so meine Idee, auch meinetwegen eure eigenen
Videos mal anbringen, dass man vielleicht auch mal ein bisschen was zeigt. Ich möchte das schon wirklich als Community-Event haben, deswegen habe ich diesen Tag auch nicht so ohne Spaß ausgerufen. Ich will, dass ihr sozusagen entscheidet, was ihr sehen wollt. Ich will nicht, dass ihr einfach, ich habe jetzt mal 500 Folgen vorbereitet und werde die jetzt einfach mal durchziehen. Nein, das finde ich langweilig, das finde ich, das macht jeder. Also wenn wir zum Beispiel diese Talkshow-Geschichte machen würden, dann würde ich diese Folgen auch relativ aktuell aufnehmen, damit wir natürlich auch aktuelle Themen haben, damit wir irgendwie was Aktuelles haben. Macht das Eis kaputt. Ha, das macht mir Spaß. Vorder fragt, ja, ich brauche sowas als Therapie. Geh kaputt, geh kaputt. Ha, okay. Was spielen Sie denn sonst? Tetris. Sonst würde ich auch nicht auf Minecraft kommen. Nein, Spaß beiseite. Also die Klötzchen-Geschichte, es gibt so viele gute Leute, die da alles Mögliche rausholen. Genau das möchte ich eben nicht machen. Ich möchte da schon was anderes machen. Was mir auch eingefallen hat, zum Beispiel, das zeige ich euch mal eben. Wir sind ja im Creative-Modus, da können wir ja fliegen. Up, up and away. So, dann könnten wir nämlich zum Beispiel auch was machen, dass ihr einfach mal euch die Landschaft anguckt, sozusagen wirklich den Seed anguckt. Dann könnte ich auch meinen Modus aktivieren, Jack, der merkwürdige Touristenführer. Zu Ihrer Linken sehen Sie wunderbare Nadelholzbäume, die sich ein wunderbares Grün anhauchen und langsam korrespondieren mit der Himmelsfontuna. Und da dieses schöne Schneegebirge, das sich langsam über den Weg erstreckt und in kleinen Seen, in denen sie auch als Sparbereich nutzen. Ihr wisst, worauf ich ankomme. Ich will euch jetzt nicht 20 Minuten damit volllabern. Das ist so das, was mir so einfällt, dass man einfach mal wirklich was anderes macht. Dass man auch vielleicht was, was ich irgendeine Schwachsinnsfolge macht. Ich sag's mal böse gesprochen, wirklich sich hinstellt und nur ein Laut hier geht. Obwohl, wir machen einen lustigen Gag, den habe ich in der englischen Folge auch gemacht. Na komm, in der englischen Folge habe ich übrigens... Na, wirst du wohl schweben. Na. Na, geht doch. Na, lässt er mich nicht mehr. Na gut, dann muss ich mir das Leben nehmen. Das ist so das, was mir so einspringt. Deswegen überlegt euch mal einfach, was ihr sehen wollt. Ihr seid die großen Experten. Ihr habt da wesentlich mehr Ahnung. Ach, das will ich mir mal angucken. Was ist das denn da hinten? Was ist das denn da hinten? Will ich hin. Soll ich es nochmal klirren lassen? Das ist so ungefähr GTA trifft Minecraft. Ich mache alles kaputt. Fehlen nur die Nutten und das Crack, ne? Genau. So, wollen wir mal gucken. Da gehen wir jetzt nochmal hoch. Das machen wir nochmal. Wir gehen jetzt mal an die Eiger Nordwand. So, wollen wir mal gucken. Wir wollen mal ein bisschen klettern. Kennt übrigens einer, das habe ich gesehen, das hatte einer in einem Amiga-Special. Ich bin auch. Habe ich eigentlich erwähnt, dass ich Ego-Shooter spiele? Ja, ne? Und ich war mal ganz gut drin, aber lang ist es her. Wieder komme ich nie her. Ich komme überall her. Also. So. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich könnte auch den ganzen Berg abbauen, ne? Was machen Sie denn da? Ich mache den Berg kaputt. Ja, wissen Sie denn nicht mit den Umweltschäden und so? Ja, genau deswegen. Da war ich zuerst. Dann kann er nicht mehr kaputt gehen. So. Sind wir schon oben? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ja, wir machen das mal eben noch und dann mache ich auch meine Abschluss-Quasselnummer. Also wer mich jetzt sozusagen das erste Mal durch sowas sieht. Hauptsächlich ist der Kanal eben für Retro-Let's Plays. Und dann wird er auch... Na, komm, ist mal gut hier. Da könnte ich mich jetzt wieder, glaube ich, über die hervorragende Physik aufregen von Minecraft. Die es hier gar nicht gibt. So, wenn wir jetzt mal langsam da. Komm. Und auf die Spitze. Auf die Spitze. Ich bin der König der Welt! Oder so ähnlich. Guck mal. Sieht ein bisschen gefährlich aus. Was meint ihr, soll ich als kleinen Gag da mal runterspringen? Ich ertrinke.
Ist nicht ganz so lustig. So, da bin ich schon. Guck mal, da bin ich wieder. Kennst mich noch, ne? Ja. Komm, soll ich dir mal ein lustiges Spiel zeigen? Geh doch mal aufs Wasser. Ja, das könnte man zum Beispiel stundenlang machen, aber das finde ich natürlich, das ist eine böse Tierquälerei. Das möchten wir nicht. Sag mal, haben Sie jetzt was in der KI geschraubt? Ist mal gut hier. Ist mal gut. Na also. Auf Wiedersehen. Time to say good. Ja. Und weg ist die Kuh. Möchtest du auch tauchen gehen? Das war ein Ja, ne? Nein, das tun wir nicht mehr. So, damit beende ich diesen Test. Lasst euch mal was einfallen, was ihr mal sehen wollt. Ob wir dann vielleicht eine Talkshow rausmachen, ob wir da dementsprechend irgendeinen Let's Show rausmachen oder ob wir einfach nur gleich dafür sorgen, dass die Kühe gleich ihre Klappe halten. Ich zeig dir gleich mal, was man mit deinem Euter alles machen kann, mein Freund. Ich würde still sein. Oh, es wird dunkel, es wird voll romantisch. Ja, genau, das überlegt euch mal einfach, was ihr sehen wollt, ob wir das als Talkshow funktionieren, ob wir da was anderes machen. Ich möchte es nicht als tägliche Sendung, das finde ich ein bisschen langweilig. So, für die Leute, die jetzt auch wissen wollten, die diesen Kanal eigentlich sonst betreuen und auch sonst immer gucken und wissen... Sag mal, möchtest du mit ins Bild? Was bist du denn für eine fernsehgeile Sau? Möchtest du auch noch nächstes Jahr Wetten, das moderieren oder was? Oder was heißt dieses Jahr? Ist ja dann schon 2012. Ich nehme es übrigens auch 2012 auf. Das war jetzt eigentlich nur ein blöder Versprecher. So, hau ab. Hau ab. Ich jag dich genauso weg wie den Gottschalk. So, das nur war sie. Für die Leute, die den Kanal betreuen, die Nemesis-Saga wird derzeit noch laufen. Das jetzt mal für die Leute, die jetzt überrascht sind. Nach The Goonies startet Manic Mansion. Ich werde das versuchen, allen möglichen Toden, alle möglichen Enden, allen möglichen Unsinn zu Let's Playen. Da seid auch mal gespannt. Ich habe auch Ideen gefunden, wie man diese schwarzen und Ladezeiten und sonstigen Quatsch alles umgehen kann, damit ihr nicht gelangweilt werdet. Mit Musik werde ich in dem Fall nicht arbeiten. Ihr werdet dann sehen, warum. Ja, sonst nach Nemesis kommt Metal Gear 2. Das wissen die Experten. Und dann werden wir sehen, was alles neu ist. Und wenn das hier... Oh, jetzt ist dunkel. Jetzt ist dunkel. Jetzt sind wir einfach mal still. Lauschen den Kühen, die auch wissen müssen, dass es eine Nachtruhe gibt. Was ist das denn hier? Komm doch mal zur Ruhe. Sonst bist du die erste Kuh mit Burnout. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Willkommen bei Hund, Ei und Eidechse, der neuen Sendung der ARD über Zoo. Nein, das war's, das lasst euch einfach mal so durch den Kopf gehen. Solange es keine 6mm ist, ne? 9mm, ja. Ihr versteht den Witz. Ich habe auch meine Witzbücher übrigens, falls das jemand interessiert. Damit möchte ich es einmal bewenden. Lasst euch mal was einfallen, haut mal die Kommentare voll. Wenn die Idee gut findet, dann abonniert, kommentiert, bewertet. Lasst euch was einfallen, was wir alles noch machen können. Ich kann ja mal einfach mal so einen kleinen Schwenk an dem Sternenhimmel vorbei. Ihr denkt an das Lied von Hubert K., das ich nicht singe, weil dann wird es wahrscheinlich eine Content-Verletzung. Sternenhimmel. Ach, und dann sehen wir uns den quadratischen Mond an. Und bei der Macht des Mondes werde ich euch nicht nur bestrafen, sondern auch verlassen. Sag mal, du hast mich doch jetzt nicht gerade hier angehauen. Sag mal, und jetzt hältst du mir auch den Allerwertesten noch in die Kamera? Sag mal, also, jetzt mal ernsthaft. Bist du hier, was hältst du? Bist du die Paris Hilton der Kühe, oder was? Jetzt mal gut hier. Ich teile mein Rampenlicht mit niemandem und schon gar nicht mit irgendeiner Kuh. So, noch einmal den Schwenk am Sternenhimmel vorbei. Gucken uns den Mond an, fragen uns, ob Notch in diesem Mondlicht spiegelt und glitzert. Wir möchten es gar nicht angucken. Und damit möchte ich es beenden. Lasst euch mal einfach anfangen, was man da wie tun kann. Die großen Leute dieser Welt wissen sowieso, was da wie zu tun ist, was sie sehen wollen. Und vielleicht kann man das irgendwie kombinieren und dann kann man mal irgendwie Unsinn machen. Da kann man nämlich auch allen möglichen Quatsch mitmachen, weil die Engine macht eine Menge möglich und da kann man sich was einfallen lassen. Und wer das Klassische haben will, Alastor LP, nur zu empfehlen,
begnadeter Let's Player, einer der größten Let's Player und einer der hoffnungsvollsten und überhaupt. Und wenn er mir den Zehner rübergibt, dann erzähle ich auch noch mehr, wie toll er ist. Mit diesem Schlussgag möchte ich es bewenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Notfalls seid ihr Werwölfe und schreit den virtuellen Mond an. Und die halten echt nicht die Klappe, ne? Sag mal, was seid ihr für mediengeile Typen? Die wollen auch auf irgendeiner Website. Aber anderes Thema. Das war's für dieses kleine Video. Abonnieren, kommentieren, bewerten. Lasst euch mal was einfallen und dann gucken wir mal weiter, wie es dann geht. Ich guck mal so eine Auswertung nach 1, 2, 4 Wochen. Dann lasse ich mir mal was einfallen, was so der Bereich der Kommentare bietet. Wir machen mal einfach nochmal so eine schöne kleine Wende. Einmal so eine Drehung. Einmal so ein bisschen Panoramablick. Alles ohne Aufpreis. Nur hier, nur bei mir. Mit vielen Kühen, die mir richtig auf die Nerven gehen und die froh sind, dass ich zu faul bin, irgendwas zum Werfen zu suchen. Das war's jetzt aber auch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Lasst euch mal ein bisschen was einfallen, was das Kommentieren angeht. Und dann wollen wir mal gucken, was man daraus machen kann, dass man dieses Projekt zu irgendwas anderem machen will. Ich möchte nicht das machen, was 35 andere auch machen. Und diese Kuh hier möchte sicherlich Karriere machen. Sag mal, geh zum Supertalent, aber noch nie hin. Hier landest du nur als Wurst. Jetzt hat er das verstanden. Man muss einfach mal auch mal Leute bedrohen. Damit möchte ich es beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich auf eure Kommentare. Mr. Venom 1974 sagt, schau mit V. Jetzt haben wir auch noch Schafe. Ist das hier ein Zoo? Du bist wirklich, ne? Also du bist echt eine Fernsehkuh. Naja, egal. Denken wir nicht drüber nach, beenden wir es hier. Ich sag mal bye bye. Wer im englischen Video guckt, der sieht ein anderes Seed. Vielleicht interessiert euch das auch. Und dann wollen wir gucken, wie wir weitermachen. Bis dann. Tschüss. Na, noch einmal ein Bild. Auf Wiedersehen. Tschüss.